Heute vor 150 Jahren wurde der Wissenschaftler und Aktivist Magnus Hirschfeld geboren. Er war nicht nur Pionier der Sexualwissenschaft und Geschlechterforschung, sondern auch treibende Kraft der ersten homosexuellen Bewegung in Deutschland. Sein Einsatz galt den gleichen Rechten für alle, egal welches Geschlecht, egal welche sexuellen Orientierung oder Identität. Dabei gehörten für ihn wissenschaftliche Arbeit und politisches Engagement immer zusammen. Auf Grundlage seiner wissenschaftlichen Erkenntnisse forderte er die ersatzlose Streichung des Paragraphen 175. Es sollte aber noch bis 1994 dauern, bis dieser Schandparagraf endlich abgeschafft wurde. Und auch heute leben noch Männer unter uns, die nie eine Entschädigung für die unmenschliche Verfolgung nach Paragraph 175 erhalten haben. Auch wenn aus heutiger Sicht nicht jede These haltbar ist. Es war die erste zentrale Figur der homosexuellen Emanzipationsbewegung im frühen 20. Jahrhundert, unser Magnus Hirschfeld. Sein Institut für Sexualwissenschaft lag übrigens nur wenige hundert Meter vom heutigen Bundestag entfernt. Kurz nach der sogenannten Machtergreifung 1933 durch die Nazis wurde es von Nazi-Studenten überfallen und geplündert. Der wissenschaftliche Schatz wurde daraufhin bei der großen Berliner Bücherverbrennung unwiederbringlich zerstört. Als linker, jüdischer Schwuler zog Hirschfeld den Hass der Nazis ganz besonders auf sich und er musste die Zerstörung seines Lebenswerks ohnmächtig aus dem Exil mit ansehen. An seinem heutigen Geburtstag erinnern wir uns also einerseits an diesen mutigen Wissenschaftler und Aktivisten und andererseits mahnt es uns auch daran, was passieren kann, wenn der Hass gegen Minderheiten und die Leugnung wissenschaftlicher Erkenntnisse um sich greifen. Lasst uns weiter dafür eintreten, dass es nie wieder so weit kommt. Alles Gute, Magnus Hirschfeld, und vielen Dank an alle, die heute für die schwul-lesbische Emanzipationsbewegung und die Wissenschaft eine ganze Menge leisten.